Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir Multipacks, also kleine Pakete zum Malrechnen. Das ist ein Multipack. Wir haben hier 4 Zahlen und hier 6 Aufgaben. Ich muss diese 4 Zahlen alle miteinander multiplizieren, um diese Ergebnisse zu erreichen. Wichtig ist, dass die Ergebnisse nach der Größe sortiert sind. Das erste Ergebnis ist das kleinste, das letzte Ergebnis das größte. Aus 2 Zahlen muss sich also 8 ergeben. Wie bekomme ich das kleinste Ergebnis? Mit den kleinsten Zahlen. Ich probiere es mit 2 und 4. 2 mal 4 ist 8. Das nächstgrößere Ergebnis ist 12. Ich benutze noch einmal die 2, die 4 nicht nochmal. Jetzt die nächstgrößere Zahl, 6. 2 mal 6 ist 12. Ich habe die 2 schon zweimal benutzt, die 6 und die 4 einmal. Mit den Punkten kann ich markieren, wie oft ich sie schon benutzt habe. Mein nächstes Ergebnis soll 18 sein. Ich probiere es wieder mit der kleinsten Zahl. Und welche ist noch übrig? Die 9. 2 mal 9 ist 18. Ich habe jetzt die 2 mit allen Zahlen einmal mal genommen. Ich benutze sie nicht mehr und hake sie ab. Ich brauche jetzt 2 Zahlen, die 24 ergeben. Ich probiere es mit 4 und 6. 4 mal 6 ist 24. Wie komme ich auf 36? Ich benutze noch einmal die nächstgrößere Zahl nach der 2, nämlich die 4, und die größte Zahl. 4 mal 9 ist 36. Auch die 4 habe ich dreimal benutzt. 1, 2, 3 und hake sie ab. Diese Aufgaben brauche ich nicht mehr auszuprobieren. Jetzt brauche ich noch ein Ergebnis und zwar 54 und es bleiben auch nur 2 Zahlen übrig, nämlich 6 und 9. 6 mal 9 ist 54. Ich habe jede Zahl 3-mal benutzt. Manche Multipacks sehen auch ganz schön kompliziert aus. Hier in der Spalte stehen gar keine Zahlen, mit denen ich ausprobieren kann. 4 Zahlen fehlen. Dafür stehen hier 5. Ich muss mir selber überlegen, welche Zahlen ich brauche für meinen Multipack. Eine Zahl mal 1 soll 15 ergeben. 3 mal 1 sind 3, 5 mal 1 5, 7 mal 1 sind 7 und 9 mal 1 sind 9. Mit der 1 komme ich nicht weiter, ich streiche sie. Jetzt kenne ich meine 4 Multipackzahlen. Die 3, die 5, die 7 und die 9. Das kleinste Ergebnis steht oben. Ich benutze meine kleinsten Zahlen. 3 mal 5 ist 15. Ich benutze wieder die kleinsten Zahlen. Die nächstgrößere ist 3 mal 7 ist 21. Jetzt probiere ich es wieder mit der kleinsten und der letzten, die übrig ist. 3 mal 9 ist 27.
Die 3 habe ich dreimal benutzt und hake sie ab. Jetzt kommen die nächstgrößeren Ergebnisse. Die 5 und die 7. 5 mal 7 ist 35. Und 5 mal 9 ist 45. Auch die 5 habe ich dreimal verwendet. 1, 2, 3 und hake sie ab. Das größte Ergebnis erreiche ich mit 7 mal 9 und das sind 63. Beide habe ich auch dreimal verwendet. Und hier oben ist nochmal eine 7. Ich hake sie ab und kontrolliere nochmal, ob die Ergebnisse auch wirklich größer werden. 15, 21, 27, 35, 45, 63. Jawohl. Ich wünsche dir viel Erfolg!